wenn du glaubst, die Zeit steht niemals still, führt sich dein Weg am Ende doch zum Ziel. Wenn du glaubst, die Welt sei ewig dein, es kommt der Tag, es wird der letzte sein. Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, letzte Nacht erschien mir im Traum ein leicht alkoholisierter AfD-Fan mit Bekenntnisdrang und er sprach zu mir. Zitat: Lieber Helge, Meinungsfreiheit, das ist meine Freiheit. Was ich meine, meint das Volk, denn ich bin ja das Volk. Deshalb muss ich das Volk auch gar nicht erst fragen. Was das Volk ist, bestimme ich. Und das Volk, das sind die Deutschen, also die wahren und echten Deutschen, nicht die ganzen Ausländer. Einmal Deutscher, immer Deutscher. Deutscher wird man nicht, Deutscher ist man. Daran kann auch das Grundgesetz nichts ändern. Mein Blut und mein Boden. Das sagt er als erstes zu mir. Wenn mal wieder ein Abgeordneter bei dir, Helge, dazwischen ruft, du bist doch weder Mann noch Frau und schallend lacht, dann bekomme ich als Fan der AfD, mein Lieber, einen inneren Orgasmus. Und wenn mal wieder meine Jungs von der AfD bei Rednerinnen mit sogenannten Migrationshintergrund, für mich ja nur Ausländer, weit unter der Gürtellinie dazwischen rufen, dann fühle ich mich so groß und dabei bin ich doch so klein. Meine Frau, nein, meine Tochter hat einen Freund. Dieser Freund lebt mit einem anderen Mann zusammen. Vater türkisch, Mutter Kurdin. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Zu meiner Tochter sage ich, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, bleibst du mir normal. Immer wenn dann meine Tochter in gespielten Wienerisch kontert, Depperta, geh scheißen, dann renne ich zum Laptop und sende meinen nächsten Hate-Post gegen Flüchtlinge ab. Apropos Hate, Hass und Hetze. Hass und Hetze, ich kann es ja nicht mehr hören, ich armer AfD-Fan. Ich mache doch keine Hass und Hetze. Und wenn auch, es gibt doch Meinungsfreiheit. Ich habe doch ein Recht auf Hass und Hetze. Hass und Hetze, das machen doch nur die anderen, weil sie meinen Hass und meine Hetze als Hass und Hetze benennen. Woher nehmen sie sich das Recht? Ich aber habe immer Recht, selbst wenn ich Unrecht habe. Jawohl, so begreife ich's. Und wenn ich Menschen verhöhne, dann ist das Kritik. Wenn aber die anderen kritisieren, dann ist das Zensur. So ist es. Meine Frau wird zunehmend aufmüpfig, lieber Helge. Sie meint, eine Meinung zu haben, tatsächlich. Sie will Selbstbestimmung, politische Selbstbestimmung, gesellschaftliche Selbstbestimmung, sexuelle Selbstbestimmung. Wenn ich sie dann zurechtweise, dann kontert sie und meint Meinungsfreiheit. Und ich schreie zurück, nein, Extremismus, du bist ein Fall für den Verfassungsschutz, aber nicht, solange dieser freche Bengel, der Haldenwang, da sitzt. Ein Bekannter spricht mit mir letztlich über Blumen. Er bewundert mich und meine Haltung. Er möchte mir ein Kompliment machen für meine stramme nationale Position. Er sagt zu mir, hören Sie doch zu, er sagt zu mir, Ihre innere Stimme spricht doch gerade. Er sagt zu mir, mit deiner dornigen, majestätischen Zierde muss ich sagen, du bist eine Rose. Da ruft meine Frau aus dem Bad, du bist keine Rose, du bist eine ziemliche Mimose. In der Tat ist es so. In der Demokratie lebe ich wie die Made im Speck. Sie ist mir nämlich immer nur das Mittel. Und niemals der Zweck, ja, und reimen kann ich auch, ich bin ja so schön deutsch. Und immer bin ich nur das Opfer und immer seid ihr nur die Täter, auch wenn ich euch zu Opfern mache. Klingt irgendwie unlogisch,
egal, ist so. Und auch wenn ich alle Freiheiten habe, zu reden und zu meinen, darf ich ja nicht. Klingt etwas unlogisch, aber egal, ist so. Am Ende wird dieser AfD-Fan reumütig und sentimental. Eigentlich sagt er zu mir, eigentlich bin ich ja ziemlich erbärmlich. Ich bin nicht groß, ich bin klein. Ich kenne nur dagegen und kein dafür. Ich hasse mich selbst noch mehr als alle anderen. Und wenn ich mir genau Artikel 21 angucke, muss ich schon sagen, dass ich verfassungswidrig bin. Ich bin keine Rose. Ich bin eine Mimose. Tut mir einen Gefallen, haltet mich auf. Wer das nicht mehr hören kann, gebt das Hand frei und zwar sofort.